Eine Sache, die ich mich frage, seitdem die 9 Minuten Gameplay zu Star Wars Jedi Survivor veröffentlicht wurden, ist es vielleicht möglich, dass wir einen dynamischen Tag- und Nachtwechsel bekommen? Also, dass quasi automatisch ein ganzer Tag vorbeigeht, es wird im Laufe der Zeit Nacht und dann geht später die Sonne wieder auf, während man halt eben durch die Welt läuft, Gegner wegmacht, Missionen macht und so weiter. Denn jetzt zu Beginn des Gameplays sieht man ja, wie die Sonne sehr weit oben steht, ne, so als wäre es mittags oder so. Dann später ist schon eher Sonnenuntergang, alles ist dann auch eher so orange. Und im Gameplay-Trailer von damals konnten wir Kobo auch schon bei Nacht oder zumindest bei Dämmerung sehen. Was eigentlich schon ziemlich geil wäre, auch wenn es dadurch natürlich jetzt trotzdem nicht automatisch bestätigt ist oder so. Und einen dynamischen Tag- und Nachtwechsel halte ich auch immer noch für etwas unwahrscheinlich, weil Jedi Survivor eher eben ein lineares Story-Game ist und sowas eigentlich eher zu Open-World-Spielen passt. Und daher die Tageszeit wahrscheinlich auch eher davon abhängen kann, wie weit man in der Story ist. Also, dass wenn man dann zum Beispiel später nochmal zum Planeten zurückkehrt, da dann der Abwechslungshalber das Ganze eben immer wieder ein bisschen anders aussieht.